Wer hier in Hameln über die Gleise geht, gefährdet sein Leben. Es ist nicht nur gefährlich, sondern auch verboten. Auf den Gleisen verkehren die Züge vom Hamelner Hauptbahnhof und ein Betreten ist nicht erlaubt. Doch warum gehen dann so viele Menschen genau hier trotzdem über die Bahngleise? Der DWZ liegen zahlreiche Fotos vor, die dieses verbotene wie gefährliche Unterfangen dokumentieren. Hier wird mal mit Zigarette, mal mit Fahrrad oder Smartphone am Ohr über die Gleise gelaufen, dass auf der jeweils anderen Seite sich schon ein kleiner Trampelpfad über die Jahre gebildet hat. Es geht konkret um diese Stelle, hinter dem BHW. Hier gab es mal eine Fußgängerbrücke, die aber 2010 erst gesperrt und dann abgerissen wurde. Heute ist hier keine Brücke mehr. Doch viele Menschen nutzen offenbar immer noch die Abkürzung, nur jetzt direkt über die Gleise.